Guten Morgen, Freunde. Es ist kurz nach 6, Samstagmorgen. Und hier geht es dann bald die Sonne auf. Es ist ziemlich frisch. Der Wind ist sehr unangenehm. Ja, und während ich hier der Dinge harre, die da kommen, kriegen wir hier Nachschub geliefert. Vielleicht ein kleiner Funfact für alle, die es interessiert. So ein LKW hat ein Fassungsvermögen von 40.000 Litern Sprit. Und vor der Corona-Pandemie haben wir ungefähr zweimal die Woche so einen kompletten LKW gekriegt, der unsere Tanks, die hier unterm Asphalt lauern, Schrägstrich liegen, aufzufüllen. Und jetzt mittlerweile, also im ersten Jahr, als der Lockdown war, ist es dann gleich mal auf ungefähr einen Laster pro Monat gesunken. Und mittlerweile sind es zwei im Monat. Also daran sieht man schon mal, wie sehr Corona und jetzt auch diese Preissteigerungsgeschichten den Umsatz an Kraftstoff reduziert hat. Naja, das nur am Rande. Ich werde mich jetzt zurückziehen. Ich muss bis 12 Uhr noch aushalten. Es ist echt frisch. Der Wind ist sehr, sehr unangenehm heute. Aber es verspricht, ein sonniger Tag zu werden. Und mit diesen Impressionen lasse ich euch alleine. Bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende. Euer Ü.